Hi, heute habe ich für euch diesen super süßen Adventskalender, den ich gerade gebastelt habe und wo ich euch unbedingt zeigen möchte, wie das funktioniert, weil der einfach super cool und super süß ist. Er hat ein kleines Loch im Bauch, wo man jeden Tag nach einem süßen Los suchen kann zur Adventszeit. Und obendrein gibt es hier noch einen kleinen Weihnachtscounter, damit das Warten auf Weihnachten nicht so schwer fällt. Und das Ganze aus einer alten Taschentücherbox. Also, ich finde das eine geniale Idee. Ist ein süßes Upcycling-Produkt, niedlich, leicht gemacht, kann man auch mit Kindern machen. Und ja, ich würde sagen, wir probieren das zusammen mal aus, damit ihr auch wisst, wie das läuft. Aber erstmal, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn auch du natürlich leben möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran und wir machen das gemeinsam. Damit du in Zukunft nie wieder was verpasst, einmal unten abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Nun aber zu unserem Adventskalender. Bevor wir anfangen zu basteln, möchte ich kurz noch ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar ist es ein süßer Upcycling-Adventskalender aus einer alten Taschentücherbox. Die kennt ihr bestimmt alle, das sind die, wo man oben die Tücher rauszieht. Schon mal gesehen, oder? Und die habe ich wiederverwendet, einfach weil ich finde, dass man das nutzen sollte, was man hat. Und weil ich auch der Meinung bin, dass dieses ganze Adventskalender-Ding irgendwie voll aus den Fugen geraten ist. Wenn man im Internet guckt oder auch bei YouTube guckt, sind überall Videos von Unboxings, von irgendwelchen Adventskalendern und der eine kostet mehr als der andere. Und ich frage mich, okay, worum geht's eigentlich beim Adventskalender? Übertreiben wir nicht ein bisschen? Also irgendwie, finde ich, sind die Adventskalender eher so ein Ersatz für ein Weihnachtsgeschenk geworden. Und das ist mir einfach eine Nummer zu krass. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich finde auch die Unboxings super cool und interessant, aber ich brauche den Schrott nicht. Und deswegen möchte ich den halt auch nicht in so einem Adventskalender haben. Und ich finde es auch super blöd, wenn man dann vor Weihnachten oder im November dann noch rumrennt und nach irgendwelchen Füllmaterialien sucht und halt irgendwelchen Quatsch kauft. Hier noch einen Schlüsselanhänger und da noch einen kleinen Laserpointer und was es nicht alles gibt. Das sind halt alles Sachen, die braucht man am Ende effektiv nicht und die sprechen irgendwie gegen meinen minimalistischen Lifestyle. Von daher habe ich mich schon im letzten Jahr dazu entschieden, Zeit zu schenken und mache das in diesem Jahr genau so wieder. Das lässt sich natürlich unterschiedlich gestalten. Ich habe jedes Mal so eine Losidee gehabt und letztes Jahr war das dieses süße Glas hier. Ich halte es mal ein bisschen näher. Genau. Da sind so kleine Lose drin, immer mit so einem Band zusammen. Und die enthalten eine Achtsamkeitsaufgabe. Also ich kann das ja mal aufmachen. Nein, kann ich nicht. Okay. Und da haben wir hier zum Beispiel ein Los namens Nur du und du. Ich kann ja noch kurz vorlesen, was da so drin steckt. Wie gesagt, es geht um Achtsamkeit in dem Fall. Und hier haben wir: Nimm dir einige Minuten für dich. In dieser Zeit hat deine Umgebung keinen Einfluss auf dich. Keine Musik, keine Gespräche, kein Fernsehen. Mach es dir bequem und gemütlich. Nutze diese Zeit bewusst, um den Tag zu verarbeiten, dir Gedanken darüber zu machen, was du fühlst oder welche Pläne du in der nächsten Zeit verfolgen möchtest. Wichtig ist, dass du dich bewusst mit dir selbst beschäftigst. Finde ich eine super süße Sache. Ich habe das letztes Jahr gemacht für meinen Partner und der hat sich auch, glaube ich, ganz gut darüber gefreut. Aber wir hätten gerne in diesem Jahr natürlich was anderes und das soll es ja auch geben. Also wie gesagt, diese Achtsamkeitssache kann ich empfehlen. Da gibt es im Internet tausend Ideen von: Ist ein Schokoriegel 20 Minuten lang mit all deinen Sinnen, bis hin zu leg dich hin und starr einfach mal 10 Minuten an die Decke. So, also da gibt es wirklich ganz viele Sachen und auch sehr, sehr schöne Sachen. Aber wie gesagt, die Idee gab es ja bei uns schon und deswegen musste dieses Jahr was Neues her. Das Coole ist allerdings an diesem Adventskalender, wie jetzt auch an dem nächsten, dass man den einfach weiter verschenken kann. Also die Lose lassen sich einfach wieder verschließen und wieder reinschmeißen und dann kann man die im nächsten Jahr einfach jemand anderem geben, den man auch lieb hat. Und dann freut sich der andere drüber oder die andere oder wer auch immer. Aber heute zurück zu unserem Schneemann. Finde ich eine bisschen aufwendigere Verpackung, aber ich wollte es auch gern aufwendiger, weil ich einfach wollte, dass es auch ein bisschen nach Weihnachten aussieht.
weil wir einfach keine Deko mehr haben, also null. Wir haben den Weihnachtsbaum verkauft und auch allen Schmuck und wir feiern auch Weihnachten nicht so in dem Sinne. Aber ein Adventskalender ist halt trotzdem cool und süß und macht Spaß und macht auch uns Spaß. Und deswegen haben wir den jetzt hier, den kleinen Kerl. Da sind jetzt auch wieder Lose drin. Ich angel mal kurz eins raus. Hallo? Gar nicht so einfach, weil ich habe so ein Füllmaterial mit reingepackt, damit es ein bisschen schwerer ist, die Lose zu finden. Aber ich habe eins gefunden und das sieht so aus. Das ist jetzt die Nummer 2. Genau, einmal ein kleines Los. Davon sind da 24 drin und es sind diesmal alles Pärchenaktivitäten. Also da sind so Sachen drin wie macht nochmal ein erstes Date oder unternehmt einen Nachtspaziergang. Alles Mögliche in der Richtung. Ich kann euch gerne mal, wenn ich es irgendwie hinkriege, jetzt hier irgendwo eine Liste einblenden mit all den Sachen, die ich hier reingeworfen habe. Ja, die sind auf jeden Fall dabei. Und dann hat der Kleine, wie gesagt, noch so eine süße Countdown-Nase. Die kann man dann jeden Tag einfach ein Stückchen weiterrücken, bis man am 24. angekommen ist. Oder vom 24. runterzählen. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Ja, ich finde es auch ganz niedlich, wenn die Nase auf den Tag zeigt, den man gerade hat. Aber ihr seid da frei. Ihr könnt ihn natürlich auch anders gestalten. Also ich habe jetzt hier einfach so eine Pappbox angemalt. Das könnt ihr natürlich in allen möglichen Farben machen. Und ihr könnt da auch irgendwas anderes davor setzen. Also ihr könnt auch einen Schneemann nehmen, einen Weihnachtsmann nehmen. Genau, einen Schneemann nehmen. Ihr könnt auch einen Weihnachtsmann nehmen oder ein Rentier, was euch eben einfällt. Und anstatt Füllmaterial wie dieses hier könnt ihr auch Bonbons nehmen oder andere Süßigkeiten. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass der super süß ist. Und ich vermute, ihr wollt jetzt auch so einen haben. Und deswegen legen wir los. Auf geht's! Ich habe jetzt hier einmal diesen leeren Karton von der Taschentücherbox und dort habe ich dieses Papier rausgetrennt, sodass wir jetzt hier das Loch ganz frei haben. Und diesen Karton werde ich jetzt weiß anmalen und zwar mit Acrylfarbe. Ihr könnt auch eine andere Farbe nehmen, aber Acryl hält und deckt halt sehr gut und deswegen nehme ich das ganz gerne. Genau, das mache ich mir jetzt hier einmal auf so eine Mischpalette drauf. Naja, lieber ein bisschen zu viel, weil wir haben viel Karton. Und dann geht's auch schon los. Ich streiche den jetzt einmal komplett weiß ein. Wenn der Karton jetzt fertig gestrichen ist, habe ich einen kleinen Trick. Und zwar nehmt ihr euch irgendwas Schmales, Hohes. Ich habe jetzt hier so eine Buntstiftbox. Und dann hangelt ihr das mit dem Loch nach unten einmal da drauf. So, einmal ausbalancieren. Und dann steht das so und kann in Ruhe trocknen, ohne dass es irgendwo gegenkommt. Und wir können in der Zeit schon mal weiter basteln. Während der Karton jetzt trocknet, machen wir uns schon mal die Vorlage für den Schneemann. Und zwar aus einem weißen Blatt Papier. Für die Vorlage könnt ihr ruhig ein dünnes Blatt nehmen, aber später brauchen wir auf jeden Fall ein dickeres Papier, beziehungsweise habe ich jetzt hier einen Fotokarton mit 250 Gramm pro Quadratmeter. Wenn ihr sowas Stabiles nicht habt, ihr hört, das ist sehr stabil, dann könnt ihr euch auch einfach dünnes Papier zusammenkleben oder das auf eine Pappe kleben, je nachdem, was ihr so da habt. So, und da habe ich jetzt einfach einen Karton von so einem Taschentüchböchslein draufgelegt, relativ mittig an der unteren Kante. Und dann zeichnen wir da drum rum. Einfach mal. So, vielleicht. Wichtig ist, dass er oben bedeckt ist. So. Es muss natürlich nicht perfekt sein. Nur mal so als Info am Rande. Bin jetzt auch keine super Künstlerin. So,
So, nehme ich mir den Karton weg und dann kann man auch schon besser mit malen. Versucht ein relativ symmetrisches Ergebnis hinzubekommen, sodass die Arme nicht nachher ungleich sind oder eine Riesen- und eine Mini-Hand haben. Das wäre schon ganz schön auf jeden Fall. Und dann setze ich jetzt hier in der Mitte einmal so ein Viereck rein, möglichst irgendwie mittig. Mach mir mal hier eine kleine Hilfslinie. Ja, vielleicht schon ab hier. Das wird dann nachher unsere kleine Luke, durch die wir an unsere Lose kommen. Das sieht doch ganz gut aus. Legt euch vielleicht zwischendurch mal den Karton so daneben, sodass ihr seht, wo das Loch ist und ob das nachher dann hinhaut. Von der Form her und von der Platzierung her vor allem. Aber ich denke, das passt jetzt bei mir schon ganz gut. Ob ihr die Ecken da jetzt rund oder gerade macht, das ist euch überlassen. Macht es so, wie es euch gefällt. Da haben wir den Kasten. Und dann male ich mir hier schon mal die kleinen Kohleboppel drauf. So, hat man eine bessere Vorstellung. Und dann kriegt der Schneemann noch zwei Füße. Noch nie so schnell Füße gemalt, oder? Und obendrauf kommt dann nachher der Kopf. Na, der darf ruhig ein bisschen größer sein. So würde ich meinen. Kann das schon werden. So, nur dass man mal eine Orientierung erstmal hat. Tada! Und das Ganze zeichnen wir uns jetzt durch auf ein weißes Blatt. Wie gesagt, nochmal dieses starke Papppapier. Und ich nehme bewusst kein Blaupapier dafür, weil das dann so hässliche Spuren hinterlässt, die wir nachher nicht auf unserem Schneemann haben wollen. Darum zeichne ich das mit dem Bleistift durch. Und zwar lege ich mir beide Blätter gerade aufeinander. Gut festhalten, wichtig. Und dann zeichne ich mit dem Bleistift richtig stark drückend nach. Und dadurch drückt sich das auf die Unterseite durch. Und dann kann man die Linien trotzdem erkennen und kann das schnell noch ausschneiden. Das bleibt nämlich nur für eine gewisse Zeit da. Nach einer Weile verblasst das dann irgendwann. So, genau das machen wir jetzt. Einmal zack. Die Füße male ich jetzt noch nicht an. Ich male jetzt erstmal nur diesen Körper, den Hauptkörper sozusagen, durch. Auch den Kopf nicht, weil den machen wir nachher extra. So. Also nehmen wir das einmal runter und das könnt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht erkennen, weil das so blass ist, aber man sieht hier tatsächlich so ein bisschen diese Schneemannlinien, ganz leicht, und an denen werde ich jetzt einmal lang schneiden. Da haben wir den guten Mann. Und jetzt nehme ich mir einen schwarzen Feinliner und male damit einmal die Hände nach, denn die schneiden wir ja nicht aus, die sollen ja nachher nur drauf sein. Und deswegen malen wir die jetzt einmal schwarz nach.
Und schon ist unser Schneemann-Oberkörper soweit fertig. Der kriegt jetzt nur noch dieses kleine Fenster hier eingebaut. Und das zeichne ich mir ganz, ganz, ganz hauchdünn mit einem Bleistift auf, sodass wir das nachher wieder wegradieren können. Also wirklich nur ganz leicht drüber streifen. Mal eine kleine Hilfslinie. Lieber ein bisschen zu groß als zu klein. Und dann lege ich mir ganz gerne den Karton daneben. Dann weiß man nämlich, wo das Fenster nachher auch hin soll. Irgendwas ist hier aber trotzdem schief geworden. Äußerst spannend. Und dann male ich mir hier einfach ein Kästchen auf. Wichtig, auf die Hände achten, dass wir mit denen jetzt nicht gleich Probleme bekommen. Ruhig noch mal ein bisschen verlängern. Und wie gesagt, ganz, ganz dünn, sodass wir das nachher wieder wegradieren können. So. Und hier schneide ich jetzt einmal lang. Ich habe dafür so ein Messer. Man kann natürlich auch eine Schere nehmen, aber dieses Messer oder ein normales Cuttermesser macht es natürlich ein bisschen einfacher. Und dann nehme ich mir ein Lineal dazu und schneide einmal an diesen aufgezeichneten Linien entlang. Und schon haben wir hier unser kleines Fach, wo man nachher reingreifen kann. Gucken mal kurz, ob das passt. Einmal davor gesetzt, zack. Wunderbar, das sollte hinhauen. Und jetzt radiere ich mir zuerst mal die Linien wieder weg. Und hier unten an der Linie falte ich das jetzt noch einmal um. So. Und dann radiere ich erst drüber, sodass wir dann nachher eine gute Luke haben. Und damit das nachher nicht immer so offen steht, sondern zu bleibt, kleben wir jetzt von hier hinten ein kleines Stückchen Papier dran. Wir haben ja noch Reste von unserem ausgeschnittenen Schneemann. Und da schneide ich mir jetzt einfach so einen kleinen Steg aus. Ich mache jetzt mal einfach so vielleicht. Das muss jetzt nicht perfekt sein. Das können wir uns ja noch mal ein bisschen hübsch machen. Und das Stückchen klebe ich jetzt von innen, also von hinten an die Klappe, sodass man nachher das einfach hier hinterklemmen kann. Und da legen wir doch direkt mal los. Dann nehme ich mir jetzt einfach so einen Klebestift dazu und ein bisschen Papier zum Unterlegen. Und dann klebe ich mir den an. Einfach nur so ein Stück, das obere bisschen frei halten, weil sonst klebt nachher das ganze Teil und das wollen wir ja nicht. Aber schon ein Großteil sollte schon fest sein, sodass es vielleicht so einen halben Zentimeter nachher übersteht, weil sonst sieht es auch zu doof aus und dann ist es auch nicht mehr so einfach zu schließen. Ich würde sagen, das sieht doch mittig aus. Wir können ja noch mal kurz ein Dreieck dran halten. Ja, das geht schon. Und das lassen wir jetzt einfach so trocknen und dann kann man das nachher hier wunderbar mit verschließen. Und schon hat unser Schneemann einen Bauch. Damit der natürlich schöner und echter aussieht, kriegt der jetzt noch Kohlestückchen drauf. Aber als erstes würde ich hier gerne noch die Füße ankleben.
Und dann kleben wir die auch an. Und zwar könnt ihr euch aussuchen, entweder hierhin oder an der Seite. Ich finde beides ganz niedlich. Ist halt Geschmackssache, ne? Also, ich klebe sie mir an die Seite. Einfach wieder unser beliebter Kleber. Vielleicht macht ihr euch vorher an der Rückseite noch die Linien ab, falls da noch welche zu sehen sind. Dann stören die auch später nicht, wenn man den Schneemann mal von hinten sieht. Und dann kleben wir die ganze Geschichte wieder an. Wieder nur an einer Seite Kleber, nicht vergessen. Weil ein bisschen was guckt ja an unserem Schneemann hier vorbei. Darum mache ich das einmal so. Zack. Am besten so, dass es unten bündig ist mit dem Rest vom Schneemann. Nummer 1. Und Nummer 2. Ja, vielleicht noch ein bisschen nach außen. So sieht es doch schon ganz nett aus. Nochmal gucken, ob unten alles bündig ist, damit es nachher auch schön aussieht. Kann man jetzt natürlich so lassen oder man malt hier nochmal mit dem Fineliner lang. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn sich das ein bisschen absetzt. Deswegen gehe ich dann nochmal mit dem Fineliner hinterher, damit das nachher ein bisschen kontrastreicher aussieht. So kann er sich doch schon sehen lassen, der kleine Mann. Als nächstes kleben wir hier diese Kohlekugeln auf. Und dafür habe ich schwarzes Buntpapier mitgebracht. Beziehungsweise schwarze Papierfetzen von anderen Sachen, die ich gebastelt habe, sind das einfach noch so Reste. Und da ich jetzt hier nur ganz kleine Mengen brauche, nehme ich die nochmal, weil dafür sind die super. Und da schneide ich mir jetzt einfach so ganz random runde Bubbelchen aus. Die müssen auch gar nicht gleichmäßig sein, weil Kohlestücken sind das ja eigentlich auch nicht. Damit ist der Schneemannkörper soweit fertig. Nochmal zur Erinnerung, das war unsere Vorlage. Also fehlt da jetzt eigentlich nur noch der Kopf. Und der wird ja ein Weihnachts-Countdown. Das heißt, ich lege das mal kurz zur Seite und hole mir mal meine Vorlage mit dem Countdown drauf. Und den machen wir jetzt. Ich hole mir mal einen Zirkel und schaue mal, wie groß das ist. Und dann malen wir uns auf genau so eine Pappe einen weißen Kreis auf und schneiden den erstmal aus. Ich bin mir sicher, dass nicht alle von euch einen Zirkel zu Hause haben. Daher der kleine Hinweis, vielleicht nochmal kurz anspitzen, der kleine Hinweis, dass natürlich auch was Alternatives gibt. Ihr könnt zum Beispiel statt des Zirkels einen Teller nehmen oder irgendwas anderes Rundes, was euch so umherfliegt. Man muss nicht unbedingt einen Zirkel haben. Also seid kreativ, sucht euch irgendwas. Mir fällt jetzt bei der Größe spontan ein Teller ein. Wenn ihr was anderes habt, nehmt auch gerne was anderes. So, dann haben wir hier diesen Schneemannkreis. Ich mache hier mal wieder kurz die Bleistiftlinien auf der Rückseite weg. Und wir haben in der Mitte jetzt hier dieses kleine Pünktchen, wo wir mit dem Zirkel angesetzt haben. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr euch natürlich auch mit dem Lineal den Mittelpunkt suchen. Und an der Stelle mache ich mir jetzt mal mit dem Bleistift einen Punkt. Ich muss mir das erstmal suchen.
Genau, da mache ich mir jetzt einmal so einen Punkt, sodass ich weiß, ah, okay, da ist meine Mitte. Denn nachher müssen wir da ein Loch durchstechen. Das machen wir dann auch. Aber als erstes basteln wir unserem Schneemännchen einen Hut. Dafür habe ich einen braunen Pappfetzen und ich habe mir auch schon ein paar Vorlagen dafür gemacht. Je nachdem, wie der Hut am Ende aussehen soll, könnt ihr da ganz gemütlich dran gehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einmal diese Variante und einmal die hier. Je nachdem, was euch gefällt. Ich glaube, ich bleibe jetzt diesmal bei dem einfachen Hut hier. Da brauche ich auch gar nicht viel vorzeichnen. Den schneide ich mir, ganz mutig wie ich bin, einfach so direkt aus. So sieht er jetzt aus. Und wir machen dem jetzt hier noch, oh, die eine Seite ist ein bisschen lang geworden. Ja, vielleicht so. Der kriegt jetzt noch so, ein kleines Hutband dran. Das könnt ihr natürlich auch weglassen, aber ich finde es einfach niedlicher. Und darum soll er das gerne haben. Und weil es weihnachtlich sein soll, nehme ich dafür ein Rot. Das ist übrigens auch alles so eine dünne Pappe, also so ein Bastelpappe. Die eignet sich dafür super. Schneide ich mir einfach einen Streifen ab und der kommt dann einfach hier so dran. Genau. Vielleicht binde ich mir das sogar noch nach hinten um. Dann sieht es nicht so hart aus, als wenn ich das jetzt hier an der Seite abschneide, dann sieht es auch immer noch ein bisschen hübscher aus. Das würde ich vielleicht empfehlen, ja. Dann sieht es ein bisschen 3D-iger aus. Das Ganze kleben wir jetzt wieder auf. Was uns nun noch fehlt, ist eine Nase, denn wie in unserer Vorlage zu sehen, brauchen wir eine kleine Nase, die nachher als Countdown-Zähler für die Adventstage gilt. Und dafür nehme ich das typische Orange und male mir da einfach mal eine kleine Karottennase auf. Wir müssen ein bisschen schauen, dass die von der Größe her dazu passt. Vielleicht das Fitzelchen hier noch verwenden. Und dass sie vielleicht auch eine ein bisschen süße Form hat. So, kann auch ein bisschen crunchelig sein, muss nicht immer alles so perfekt sein. Und die schneide ich mir wieder aus. Wenn das nicht mal eine solide Nase ist, da wird man doch glatt neidisch. Ich radiere mir das wieder sauber. Sonst sieht es nachher nicht so schön aus. Und das Näschen kommt jetzt hier drauf. Und dazu müssen wir auch da einen Punkt anbringen. Ich schätze mal, mittig wäre eine gute Sache. Und dann bohren wir jetzt da ein Loch durch. Nehmt euch, was ihr habt. Ich nehme jetzt wahrscheinlich dieses Messer dafür, um da durchzubohren. Ich glaube, das macht sich damit ganz gut. Passt bitte auf eure Finger auf. Keine Verletzten in der Vorweihnachtszeit, bitte. So, dann habt ihr hier schon mal so ein kleines Loch. Und da stopfen wir die gleich zusammen. Das können wir auch eigentlich schon mal machen. Dafür nehmen wir solche Musterklammern, Musterheftklammern, Musterbeutelklammern, nennt sie wie sie wollt. Das sind diese kleinen Teilchen hier. Könnt ihr das gut sehen? So. Genau. Und die stopfen wir jetzt da durch, diese Nadel, sage ich mal. Erstmal beide Spitzen zusammenlassen, durch die Nase. Ist, wenn man das Loch groß genug hat.
Dann geht es ganz einfach. So. Einmal durch und dann einmal durch unsere Pappscheibe oder durch den Kopf. Nennt es, wie ihr wollt. Und schon ist die Nase dran. Und wir können das hinten jetzt einfach auseinandergrätschen. Und dann hält es fest. Und wir können die Nase weiterhin drehen. Genau. Soweit, so gut. Hier kommt jetzt noch der Jutehut oben drauf. Ich würde den jetzt in meinem Fall eher so ein bisschen schräg ansetzen, nicht in der Mitte, finde ich ein bisschen langweilig. Deswegen kriegt er den so schräg auf die Mütze. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass nachher nicht der Kopf hier am Hut vorbeiguckt. Hier sieht man das jetzt, so eine kleine Ecke, muss ein bisschen höher gehen. Sonst sieht es ein bisschen eigenartig aus. So, vielleicht. Das ist doch schon ganz süß. Kann ja die Klebematte wieder weg. Und dann brauchen wir hier die Zahlen. Und zwar, logisch, 1 bis 24. Denn wir wollen ja den 1. bis 24. haben. Ist ja klar, soll ja der Weihnachts-Countdown sein. Und ich würde euch empfehlen, hierfür erstmal die Zahlen vorzuzeichnen. Weil, wenn sie einmal drauf sind, sind sie drauf. Ich nehme mir mal nochmal meinen Körper. Wo ist mein Körper eigentlich geblieben? Weiß das jemand? Hier ist mein Körper. So, ich nehme mir mal nochmal meinen Körper. Kleber kann weg. Und lege mir den Kopf da oben drauf. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und dann schauen wir mal, wo wir hier die Zahlen hinbasteln. Vielleicht unterteilt man sich das am besten so ein bisschen nach Zahlen. Also wir wissen, hier soll die 24 sein. Und hier natürlich die 1. Tja, dann machen wir vielleicht auf der Hälfte die 12. Hier die 6. Und hier die 18. Und dann immer so weiter, die anderen jetzt dazwischen. Und dann kurz ein bisschen trocknen lassen vielleicht, damit der Feinliner nicht verwischt. Und dann radieren wir hier die ganzen vorgeschriebenen Zahlen wieder weg. Schön auf die Nase aufpassen, die brauchen wir noch. Ärgert euch nicht, falls die Zahlen nicht ganz perfekt geworden sind. Es ist schon ziemlich schwierig, das genau hinzukriegen. Aber es ist immerhin selbst gemacht und hat ja dann auch ein bisschen Charme. Darf man auch nicht vergessen. Der Kopf kommt jetzt einmal hier drauf, sodass die Zahlen gerade stehen. Ich schätze mal so. Wir müssen aufpassen, dass wir hier hinten nicht diese kleine Niete überkleben, denn sonst dreht sie sich natürlich nicht mehr. Deswegen maximal bis da aufkleben. Und das mache ich jetzt einfach mal. Klebe ich mir das da drauf, möglichst gerade. Wie gesagt, unbedingt hinten auf unsere Nadel achten. Das sieht doch ganz gerade aus, hä?
schauen wir einmal. Und schon überklebt. Also müssen wir noch ein Stückchen hochwandern und die einmal davor schieben. Dann kann nichts mehr schief gehen. Dann das Ganze wieder andrücken. Und schon sieht es nach einem Schneemann aus. Der kriegt jetzt noch zwei süße Äuglein. Die machen wir auch wieder aus Kohle, würde ich sagen. Und fertig ist der Schneemann. Super süß. Der kann sich doch so schon sehen lassen. Jetzt kriegt er noch ein niedliches Lächeln. Ich habe jetzt hier ein ganz großes Lächeln aufgemalt, aber es kann auch ein ganz kleines sein, so wie euch das gefällt. Ich muss mal kurz ein bisschen rumprobieren. Vielleicht mache ich auch ein ganz kleines. Oder so ein schräges Lächeln ist auch immer süß. Ich glaube, es wird ein schräges Lächeln. Und zwar so lang. Zack. Schon fertig. Vielleicht noch ein bisschen dicker. Schon hat unser Schneemann ein Lächeln. Wenn wir Glück haben, ist inzwischen auch unsere Kiste trocken. Fühlt sich auf jeden Fall recht trocken an, aber ganz trocken ist sie noch nicht, gerade hier am Rand. Es ist noch nicht ganz fertig, das heißt, die muss noch trocknen. Und dann kleben wir den Schneemann einfach von hier vorne drauf. Aber ich lasse den noch einen Moment trocknen. Sicher ist sicher. Jetzt haben wir natürlich gleich wieder Farbe an den Fingern. Sehr schön. Aber der Schneemann an sich ist schon mal ready. Und das mit der Klappe hier funktioniert auch. Dann können wir uns jetzt an die Lose machen. Für die Füllung des Adventskalenders habe ich mir jetzt hier schon mal so ein paar Aufgaben ausgedruckt. Und zwar auf rotes Papier, einfach weil es weihnachtlicher ist. Ihr könnt es natürlich aber auch auf weißem Papier drucken oder auch mit der Hand schreiben, wenn ihr keinen Drucker habt. Ja, macht es so nach euren Möglichkeiten und wie es euch gefällt. Je nachdem, ne? So, ich schneide die jetzt alle einmal so streifenweise aus und versuche dabei nicht so super ordentlich zu sein. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem ewig dauern. Ich habe da jetzt dieses Jahr Pärchensachen drin für meinen Freund und mich, weil wir letztes Jahr schon einen Adventskalender in der Art hatten mit so Losen und da ging es um Achtsamkeit. Und ich hätte jetzt gerne halt ein bisschen was anderes, aber so grundsätzlich hat mir halt die Idee, wie der Adventskalender so aufgebaut war, gut gefallen. Und deswegen mache ich das jetzt in der Art nochmal. Und habe jetzt hier halt so kleine süße Pärchensachen drin, wie zum Beispiel, macht einen Spieleabend zu zweit. So, ich habe jetzt alles ausgeschnitten und diese kleinen süßen Fitzelchen werde ich jetzt einmal einrollen. Und dann mit einem Washi-Tape mit süßen Sternchen drauf einmal umwickeln, sodass die halt zusammenkleben. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Schnur machen oder die so lose drin liegen lassen, wie euch das gefällt. Und ich werde die gleich nummerieren von außen, weil nämlich einige Sachen, wie zum Beispiel besucht einen Weihnachtsmarkt oder was haben wir denn noch? Lernt ein Weihnachtsgedicht auswendig. Das sind so Sachen, die dauern natürlich ein bisschen länger und ich werde dann manches eher auf ein Wochenende legen, während andere Sachen, wie zum Beispiel geht gemeinsam Klingelstreiche machen, eine Sache ist, die kann man 5 Minuten auch machen an einem Tag, wo man sonst keine Zeit hat, sodass wir das dann auch irgendwie umgesetzt kriegen. Ja, danach werde ich das jetzt sortieren und dann
einmal einrollen, zusammenkleben und dann können die später in die Box. Und dann werfe ich noch so ein bisschen Füllmaterial dazu. Da kann man natürlich zum Beispiel Bonbons nehmen oder ähnliches oder irgendwelche anderen Weihnachtsleckereien oder was ihr sonst so gerne esst. Ich werde da jetzt aber einfach so ein kleines Füllmaterial nehmen, einfach weil wir nicht so gerne so viel naschen wollen und deswegen passt das ganz gut und das erschwert ein bisschen die Suche nach der richtigen Nummer. Aber erstmal sortiere ich mir die jetzt alle und guck mal, was schnell und einfach gemacht ist und was schwieriger wird. So, das sind jetzt hier die schwierigen Sachen. Zum Beispiel trefft euch zu einem ersten Date miteinander oder schreibt einen Song zusammen, backt leckere Weihnachtsplätzchen. Die lasse ich mir jetzt für die Wochenenden. Es gibt 3 Wochenenden vor dem 24. in diesem Jahr. Heißt, wir brauchen 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da muss ich noch ein bisschen was aussortieren. Das heißt, die sind auf jeden Fall alle bei den einfachen. Und dann schauen wir mal, was wir noch schnell hinbekommen. Und schon passt das. Heißt, das sind meine Wochenenden und das sind die Wochentage. Und die rolle ich mir jetzt, wie gesagt, zusammen. Und werde mir die dann mit so einem kleinen Stückchen Washi einfach zukleben. Mittig drauf. Und zack. Wenn man jetzt noch wüsste, was da drin war. So sieht es jetzt aus. Und der bekommt jetzt einfach die Nummer 1. So, da muss man schon ein bisschen suchen, bis man dann das Richtige gefunden hat. Aber ich denke, wir werden geduldig sein. So, die Lose sind jetzt alle fertig. Und dann kann es quasi losgehen. Der Karton ist auf jeden Fall noch nicht ganz trocken. Aber schon so, dass man ihn anfassen kann und es passiert nichts mehr. Von daher würde ich sagen, wir kleben das jetzt schon mal da drauf. Ihr könnt euch alles nehmen dafür, was ihr wollt. Also ich nehme jetzt so einen Klebestift, aber ihr könnt natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen oder eine Heißklebepistole oder sowas. Also tobt euch da gerne aus. Mal kurz hier meinen Arbeitsplatz ein bisschen bereinigen und vielleicht den Stift zumachen. Arbeitsverhältnisse hier. So, den kleben wir jetzt einfach hier davor. Und zwar am besten so, dass man nachher hier die Luke sehen kann. Also das am besten vorher schon mal checken. Und es sollte unten wieder bündig sein, ne? Der Karton und die Füße, weil wir den nachher so hinstellen wollen. Und dann soll er ja natürlich auch gerade stehen, ohne zu kippeln. Ja, ich klebe jetzt einfach mal den Rand hier mit Kleber voll. Und dann kann der Schneemann sich oben drauf setzen. Jetzt kommt der Schneemann hier einmal drauf. Wie gesagt, auf jeden Fall darauf achten, dass das hier in der Mitte ist ungefähr mit dem Loch, dass man da gut reingreifen kann und dass der Boden dann auch bündig unten abschließt. Dann drücken wir die ganze Schose einmal fest. Vielleicht auch mal von innen so ein bisschen andrücken. Und dann ist Mr. Schneemann eigentlich auch schon fertig. Der muss jetzt noch ein bisschen trocknen. Aber abgesehen davon ist es das gewesen. Jetzt kann man hier die Lasche einfach wieder hinterklappen. Und dann ist er immer zu und nichts fällt raus. Und dahinter ist jetzt dieser Körper. Jetzt muss es nur noch ein bisschen kleben. Dafür muss es noch ein bisschen trocknen. Wenn es getrocknet ist, sehen wir uns wieder. Der Schneemann ist noch am Trocknen und ich dachte, wir nutzen die Zeit schon mal, um ihm ein bisschen den Bauch vollzuschlagen. Er soll ja nicht hungern, der Kleine. Dafür klappe ich mir einmal die Tür auf.
Und dann habe ich hier, wie versprochen, so ein Füllmaterial einfach von einem Karton von der Bestellung mal aufgehoben. Und das kommt jetzt da rein. Ihr könnt, wie gesagt, stattdessen auch Bonbons nehmen oder irgendwas anderes, was euch einfällt. Papierknüllen, Zeitungsschnipsel. Tobt euch aus. Ich finde die Dinger eigentlich ganz witzig, zumal man sie danach auch wieder verwenden kann. Dann passt es ganz gut. So, und die Lose, die schmeiße ich jetzt einfach mit da rein. Zwischen dieses Füllmaterial. Noch ein paar Lose, ein bisschen Fülli. Bis der Karton voll ist. Keine Lose vergessen am besten. Und dann ist er auch voll, denke ich. Das reicht so. Man will ja auch noch ein bisschen wühlen, um die Lose zu finden. Na, da soll das Füllmaterial ja nicht zu sehr im Weg sein. Und so ist er jetzt fertig. Schlagen wir ihm den Bauch wieder zu. Und dann ist er hübsch. Ich hoffe, ihr wart genauso erfolgreich beim Adventskalender basteln wie ich und habt jetzt auch so einen kleinen süßen Kerl oder ein kleines süßes Mädchen oder ein Tier an eurer Seite, um die Weihnachtszeit ganz besonders zu genießen. Ich finde meinen Adventskalender auf jeden Fall gelungen und süß und ich denke, wir werden damit ganz viel Spaß haben. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euer Adventskalender geworden ist oder ob ihr ihn vielleicht ein bisschen abgewandelt habt in eurer Art und Weise. Das würde mich super interessieren. Ich bin auch total offen für neue Ideen, denn auch nächstes Jahr ist wieder Weihnachten und ich werde wahrscheinlich wieder einen Adventskalender selber basteln. Von daher sind Inspirationen immer ganz gut und ich würde mich echt freuen, wenn ihr da eure Ideen mit mir teilt und auch einfach mal schreibt, wie es denn bei euch gelaufen ist. Ja, bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal alles, alles Gute. Habt eine schöne Adventszeit mit eurem kleinen Adventskalender hier und macht euch auf jeden Fall schön. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst auf jeden Fall ein Like für das Video da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, da würdet ihr mir sehr helfen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns am nächsten Freitag wieder zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.